Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es darum, wie ihr an das Gewand des Sturmreiters und an Pusti, da gibt es ja noch mehr als einen, kommt. Die Sache ist die, wenn ihr die heroische oder die epische Variante von The War Within gekauft habt, könnt ihr euch jetzt während des Pre-Pages schon das Gewand des Sturmreiters und davon gibt es ja auch nochmal eine Aufwertung. Und wenn ihr die epische habt, auch nochmal Pusti und seine drei Brüder holen. So, für das Sturmreiter-Set müsst ihr einmal in Waldracken, hier unten, hier ist ja der Rand der Kaskade, und hier unten steht der Kudran Wildhammer. Da gehen wir jetzt mal hin. Ne, da habt ihr auch eine Quest auf der Karte. Her mit dir, verflixter Vogel. So, der hat für euch eine Quest, Sturmreiterbande. Bei dieser Quest müsst ihr 50 Sturmgeister holen. Diese Sturmgeister können bei allen möglichen Mobs fallen, aber laut Mr. GM, das Video habe ich auch nochmal unten verlinkt, gibt es einen ganz speziellen Spot und den zeige ich euch jetzt. Wie ihr sehen könnt, hier gibt es halt die Gewänder. So, die Quest nehmt ihr an. So, ihr macht euch dann zum Durchdringungslager und dort Schmied, den Algrim, am besten töten. Dieser hier droppt laut der Aussage vom anderen Video die meisten Items für die Sturmreiter, also diese Sturmpakete. Moment, gucken wir mal kurz. So. Ich werde euch rächen. Der hat jetzt 3 Sturmgeister gedroppt. Okay, das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Der soll aber mehr droppen können. Na, werden wir mal gucken. Auf jeden Fall soll er hier am meisten droppen, wenn ihr die farmen wollt. Ja. Und wenn ihr die 50 dann voll habt, müsst ihr wieder zurück. So, also hier, dann gebt ihr die 50 ab. Doch würde ich lieber meinen Greifen reiten. Und dann bekommt ihr die 3. Jawohl. So, jetzt können wir das Ganze nochmal mit 500 machen. Und wenn wir das machen, kriegen wir die upgradeten. Das heißt, ihr begebt euch jetzt wieder zurück zu Firak, also zu dem Spot, und fangt dann nochmal an, die Mobs zu schlagen. Ich habe ja hier in der Tasche, wie ihr sehen könnt, noch einige und wir brauchen 3 von diesen blauen, um halt den Schmied anzufordern. Da aber genug Leute dabei sind, sollte es auch so kein Problem darstellen. So. Also, gehen wir jetzt wieder zurück. So, wenn ihr dann die 500 habt, dann macht ihr euch wieder hierhin auf. Der Rat der drei Hämmer verlangt meine Anwesenheit. Doch würde ich lieber meinen Greifen reiten. So, und dann bekommt ihr die 3 Sets auch nochmal. So, wenn ihr dann unter die Sets guckt, dann habt ihr hier jetzt die ganzen einzelnen Sturmreiter-Sets. Die habt ihr jetzt gerade alle geholt. Dann gibt es ja noch die Haustiere für die Epic. Pusti? Wo ist Pusti? Ja, falsch. Pusti. Hier. Man sollte auch unter Haustiere gucken. So, da habt ihr jetzt Pusti. Pusti packen wir uns jetzt mal hier an die Seite. Und zwar ruft ihr Pusti. Und Pusti hat eine Quest. So, ne? Heißt, findet einen Weg, Pusti aufzumuntern. So, und das sind jetzt hier die Geschwister Blitz, Tundo und Heftiger Wind. Die Quest nehmen wir an. Dann geht ihr nochmal zu Kunden. Gut dran. So, ne? Und dann erzählt er euch nochmal was.
So, und jetzt sollen wir die drei Geschwister suchen. So, wir sind beim ersten. Das ist heftiger Wind. Um heftiger Wind zu finden, fliegt ihr am besten einmal nach Marokkai. Und dann ist ja hier oben Onara. Ne? Da müsst ihr einmal den Berg hochfliegen. Und dann sitzt hier am Wasser dann heftiger Wind. Da müsst ihr einfach einmal sammeln. Und dann geht's weiter zum nächsten. So, Intaldraxus ist hier am Sturmschleiergipfel. Na, wenn ich euch mal hier die Karte aufmache, hier ist der Flux. Hier hinterm Hügel, und da sind ja hier diese ganzen Nester. Da sitzt Tundo auf einem Knochen. So, auch wieder einfach einsammeln. So, Blitz finden wir dann an der Küste. Und zwar bin ich hier in die Botschaft geflogen. Und wie ihr sehen könnt, hier oben an der Lava, bei Schuppenknackers Feste, da sitzt der. Das heißt, also ich bin jetzt hier, oder fliege hier einfach über das Gebirge rüber. Und hier an der Lava. Da ist er. Da fliegt er rum. So, da müsst ihr dann auch wieder das gleiche machen. Müsst ihr dann auch wieder anklicken, wenn ihr dran kommt. Der kleine Scheißer bewegt sich hier ein bisschen. Mal gucken, ob der sich irgendwo hinsetzt. Ja, da haben wir ihn. Dann könnt ihr das Haustier entweder nochmal rufen oder ich habe es ja jetzt noch bei mir. So. Und wenn ihr jetzt auf Quest beenden geht, habt ihr alle drei Haustiere in eurer Tasche. Oder in euer Buch. Ja, in der Tasche. So, dann braucht ihr die nur noch leeren. Und dann habt ihr die alle drei. Alle vier. Das war's schon. Das wollte ich euch noch gezeigt haben. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich danke euch fürs Zusehen. Wie gesagt, die Links sind unten drin von dem Video. Falls ihr euch das bei ihm auch nochmal angucken wollt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.